Tanzen kann nicht nur ein Hobby sein, sondern auch ein ganzes Leben prägen. Bei dem erst kürzlich stattgefundenen Tanzwettbewerb Air for Day hat der Profi-Breakdancer Michel Meyer anderen Menschen seine Leidenschaft näher gebracht. Inwiefern kann Tanzen das Leben eines Menschen beeinflussen? Also Tanzen beeinflusst schon sehr stark mein Leben. Ich habe die letzten Jahre immer mal wieder getanzt. Ballett, Bauchtanz, Rock'n'Roll habe ich jetzt 2 Semester gemacht. Also es gibt mir viel Lebenskraft. Ja, es ist irgendwie eine schöne Mischung aus Erholung, Entspannung und Sport, sodass der Sport auch Spaß macht. Ist einfach mega schön. Also Tanzen ist so was, wo man total viele Gefühle ausdrücken kann und es macht halt einfach total viel Spaß. Oh, ich tanze gerne. Okay. Und fühlst du irgendwas, wenn du tanzt? Hast du Spaß dabei? Ja, Spaß schon, also ich fühle den Rhythmus. Ja, das ist ein Lebensgefühl, würde ich sagen. Von daher hat es Einfluss auf alle Teile des Lebens. Meine Tochter tanzt zum Beispiel jetzt, seitdem sie 2 ist. Das heißt, da beeinflusst es tatsächlich schon mein Leben und ja, Ausdruck von Gefühl. Meins nicht, aber das ist meiner Tochter. Ich gehe nicht tanzen, aber meine Tochter tanzt. Und das macht sie frei, entspannt sie, tut ihr gut. Für uns weniger, für mich spielt eher Musik mehr Rolle. Ich spiele gerne Gitarre und... Tanzen ist was Wunderbares. Nur heute kann ich es nicht mehr. Aber damals, wie hat damals das Sie beeinflusst? Man ist fröhlich, lustig und entspannt. Ja, es hat wirklich eine Rolle. Also es würde mir sehr schwer fallen, jetzt damit aufzuhören. Also wenn die richtige Musik läuft, dann hat man natürlich Spaß dabei. Also ich würde schon sagen, dass ohne Tanzen schon was fehlen würde, denke ich mal. Ist auch einfach eine Art, sich auszudrücken natürlich. Ja. Alles klar, Dankeschön. Gerne.